Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu eurer Jahreslegung. Ja, meine Lieben, ich beginne hier mit einem kleinen Intro, wo ich euch ein bisschen was Allgemeines zu dem Jahr, das vor uns liegt, sagen möchte. Das gilt für alle Sternzeichen gleichermaßen. Das heißt, vor jedem Sternzeichen wird dieses Intro sein. Ihr werdet aber unten in der Infobox einen Hinweis finden, wann ihr das Intro überspringen könnt und wann dann die Legung für dein Sternzeichen losgeht, falls du dir mehrere Sternzeichen anschaust. Ich würde dir raten, es dir einmal anzuhören. Zum einen kann es sein, dass ich in der Legung auf etwas eingehe, was ich hier in diesem Intro sage. Und zum anderen, weil es einfach eine kleine energetische Vorschau ist, was uns da so erwartet und worauf wir uns auch schon mal, ja, vielleicht auch vorbereiten können. Genau. Also, falls ihr die Widder- und Stierlegung gesehen habt und euch wundert, ich habe gestern aus Versehen das alte Intro gelöscht, deswegen muss ich jetzt hier das noch ein zweites Mal aufnehmen. Also die Widder und Stiere haben ein anderes Intro als die restlichen Sternzeichen. Aber nichts passiert ohne Grund. Ich erzähle euch gerne nochmal, auf was für ein Jahr wir zusteuern. Also 20.03. Das Sonnenjahr beginnt und zwar mit dem Eintritt der Sonne in das Sternzeichen Widder. Mit Widder beginnt immer das astrologische Neujahr, also jeder Planet, der in den Widder einzieht, und dieses Mal ist es eben die Sonne, läutet damit eine neue Ära an. Das ist wichtig, weil ich euch gleich nochmal was dazu sagen möchte. So, jetzt treten wir in ein Sonnenjahr ein und das ist genau das, was es verspricht. Es verspricht Wachstum, Licht, Optimismus. Ich habe mir jetzt sehr, sehr viele Legungen, Horoskope, Jahreshoroskope angeschaut und durchgelesen, was die Astrologen so schreiben, was uns erwartet. Und es gab so einen roten Faden zwischen oder in allen Beiträgen, die ich gelesen habe. Und zwar, der Wandel ist nicht mehr aufzuhalten. Wir sind seit 2020 in einem Geburtsprozess. Wir müssen uns das so vorstellen, 2020 haben die Wehen begonnen. Es ging los, ne? Und jetzt, die Geburt wird abgeschlossen nächstes Jahr, 2025. Weil da sehr, sehr viele große Ereignisse sind. Uranus, ein Langsamläufer, als auch Neptun, ein super Langsamläufer, wechseln ihre Sternzeichen und das ist nochmal ein riesengroßer Energy Shift. Aber über 2025 will ich hier gar nicht reden, denn wir sind jetzt hier quasi auf dem Weg zur Ziellinie. Wirklich etwas zu verändern auf der individuellen Ebene, in seinem eigenen Leben. Es geht um individuelles und seelisches Wachstum. Es geht um die Loslösung aus Systemen, die nicht mehr funktionieren, aber eben auch auf der kollektiven Ebene. Wir sind gerade jetzt hier in 2024 und auch schon in 2023 in so einem ganz, ganz, ganz großen Bewusstseinswandel. Jetzt, wo ich diese Legungen aufnehme, also im März, 2024 sind wir in einem kollektiven, ja, Upgrade. Jeder von uns hat die Chance, ein neues Bewusstseinslevel auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen zu erreichen. Und jetzt will unser Baby auf die Welt kommen, was auch immer dein Baby ist, ne? Das kann ein Business sein, das kann eine Vision sein, die du von dir selbst hast, das kann eine Beziehung sein, es kann natürlich auch ein Baby sein, es kann ein neuer Lebensentwurf sein, aber jetzt will es in die Welt gebracht werden, ne? Sonnenenergie ist sehr viel Kraft. Jetzt geht es wirklich um die Umsetzung, um diesen Weg zu ebnen, ne, damit wir dieses Leben kreieren und gestalten, das wir uns vorstellen. Frei, unabhängig und authentisch, ne? So. Aber auch in einem neuen und gesunden Miteinander. Das ist die Energie des Wassermann-Zeitalters. Es geht darum, dass wir alle wieder in Verbindung treten. Und deswegen musste auch innerhalb dieses Geburtsprozesses eine krasse Spaltung stattfinden, ne? So, das gehört, oder ja, die Spaltung gehört zum Prozess der Verbindung dazu. Das will ich sagen. So, und ich nenne euch jetzt nur ein paar Highlights, astrologische Highlights, die uns dieses Jahr erwarten. Auf die einzelnen Monate oder auf
auf das größere Gesamtbild gehe ich dann jeden Monat einzeln drauf ein, weil sind wir mal ganz ehrlich, wer kann sich denn jetzt hier im März alles merken, was astrologisch passiert? Und es ist, hat ja vielleicht auch heute noch keine Relevanz, ne? Wir bleiben im Hier und Jetzt, wir arbeiten uns von Monat zu Monat, aber die wichtigen Highlights nenne ich euch kurz. Und zwar beginnt das bereits im April, meine Lieben. Im April bilden Jupiter, Uranus eine Konjunktion. Jupiter, unser Planet der Chancen, beide treffen sich im Stier, ne? Werte aufbrechen, neue Werte gestalten, Neues realisieren, Neues gestalten. Und Jupiter ist der Planet der Expansion, des Wachstums, der Weiterentwicklung, der Bilden, der Bildung, der Horizonterweiterung, ne? Einfach der Entwicklung. Und der trifft jetzt auf Uranus, unseren großen Verwandler, unseren großen Aufschüttler, unseren großen Revolutionär. Und die Astrologen schreiben, dass diese Konjunktion ein richtiger Quantensprung ist. Also wir dürfen, das hat so ein bisschen Trampolinenergie. Ne? Der April hat eine Trampolin-Raketenenergie. Da können wir wirklich große Schritte machen in der Gestaltung, in der Entwicklung. Weiter machen Venus und Mars, unsere Beziehungsplaneten, unser Yin und Yang, beginnen im April einen neuen Zyklus miteinander. Beide treten im April in das Sternzeichen Widder ein. Ich habe es euch gerade gesagt, mit Widder beginnt immer eine neue Reise. Ne? Und Venus und Mars beginnen im April quasi Hand in Hand eine neue Reise. Venus wird zwar erst, oder Venus tritt schon Anfang April in den Widder ein, Mars dann erst Ende April, aber sie sind sich einig, es geht um Neuanfänge. Der Waage, Vollmond, die Mondfinsternis am 25. März, ne, das Eclipse Season, das ist eine richtig krasse Schubkraft, treibt uns auf diesen neuen Venus- und Mars-Zyklus hin, weil diese Mondfinsternis in der Waage sagt, das dürfen wir karmisch ist gleich Lernaufgaben, in unsere Art und Weise, wie wir Beziehungen gestalten, loslassen, um gesündere neue Beziehungen und neue Beziehungsmodelle und neue Beziehungsdynamiken anzustreben, auch in bestehenden Partnerschaften. Es geht um eine gesunde Weiterentwicklung. So, dann für mich ein riesengroßes Happening. Im Mai zieht Jupiter, habe ich gerade erzählt, unser Chancenplanet, in das Sternzeichen Zwillinge ein und vereint quasi auch nochmal diese Dualität aus Yin und Yang. Ne? Venus, Mars und Jupiter in den Zwillingen gehen in diese Energie und sorgen für eine Menge Austausch, für eine Menge neuer Informationen, für eine Menge, ja, ich will es Austausch nennen, natürlich auch Kommunikation, aber wir haben jetzt dann die Chance, uns wirklich weiterzuentwickeln in dem Moment, in dem wir offen und bewusst in den Austausch treten und dabei in Harmonie, Yin und Yang, mit uns selbst sind. Also für mich ist dieser Jupiter-Transit wirklich, ja, ich fühle das für mich ganz persönlich so, dass es ein Moment des Durchbruchs für mich sein kann. Und deswegen freue ich mich da schon sehr, sehr drauf, weil das einfach, ja, weil uns das einfach beweglich macht. Ne? Zwillinge ist ein bewegliches Sternzeichen, Jupiter von Stier, eher ne, fixed sein, eher unbeweglich in die absolute Beweglichkeit, in alles ist möglich Energie. Alles ist möglich Energie. So, dann haben wir ein kleines Warning, sagen wir es mal so. Und zwar im August. Der August ist ein bisschen ein kritischer Monat, weil Jupiter, Mars und Saturn, Mars, der Planet des Handelns, der Unruhe, der Diskussion, eine laute Energie. Und Saturn, unser strenger Lehrmeister, ein Quadrat bilden. Und das ist eine Zeit, vor allem im Hinblick dann auch noch auf September und November, wo Pluto ein letztes Mal in den Steinbock einzieht, bis er dann am 19.11. finally in den Wassermann geht
ohne wieder in den Steinbock zurückzukehren. Und das nehme ich so wahr als Obacht, als einen kleinen Warnschuss vom Universum. So funktioniert es nicht mehr. Wir haben gelernt, so funktionieren die Dinge nicht mehr. Dann wandert Pluto, der Planet der Transformation, nochmal in den Steinbock zurück und transformiert diese Systeme, die uns im August nochmal aufgezeigt wurden, vor allem auf der globalen Ebene, aber vielleicht auch auf der persönlichen Ebene. Da ist nochmal ein richtiger, krasser Vergangenheit-Loslösen-Aspekt, weil uns vor Augen geführt wird, was nicht mehr in diese Welt passt. Ne? Aber, meine Lieben, dann im September starten wir in die zweite Eclipse-Season. Es beginnt mit einer Mondfinsternis in den Fischen und geht dann weiter im Oktober in eine Sonnenfinsternis in der Waage. Und dann, wenn, ne, dann läuft Pluto wieder Richtung Steinbock, Richtung Wassermann. Und dann können wir sagen, jetzt sind wir bereit für all das Neue, das jetzt hier wirklich entstehen und wachsen will. Unser Baby kommt auf die Welt. Genau. So. Eine Sache möchte ich noch sagen, bevor ich anfange mit den Legungen. Es gibt ja hier auf meinem Kanal immer ein Geburtstagsspecial für die Geburtstagskinder des Monats. Die Geburtstagskinder des Monats bekommen auch immer eine Jahreslegung. Eine Dein neues Lebensjahr-Legung, so heißt sie. Diese Jahreslegung und die Geburtstagslegungen unterscheiden sich aber. In den Geburtstagslegungen frage ich nach einzelnen Bereichen, ohne eine Zeitangabe. Ne? Wie ist deine persönliche Entwicklungschance? Was tut sich im Bereich Liebe und Partnerschaften? Was tut sich im Bereich Beruf und Finanzen? Und in diesen Jahreslegungen, die ich jetzt hier im März mache, möchte ich einen Zeitstrahl abbilden. Ich möchte mit dir so durch dieses Jahr gehen. Ich weiß nicht, ob dieser Zeitstrahl ein paar Wochen, ein paar Monate beinhaltet oder tatsächlich das ganze Jahr. Für mich ist es wichtig, dir eine Entwicklung aufzuzeigen. Und wenn es sich jetzt nicht explizit in einer Legung zeigt, möchte ich versuchen, das unabhängig von Themen zu machen. Also ich möchte weder nur über die Liebe reden oder nur über Geld, außer ne, eine Legung hat einfach so einen eindeutigen roten Faden. Aber ich versuche, diese Botschaften sehr allgemein zu halten. Und dann hast du im besten Fall eine gute Mischung aus zwei Legungen, um das Jahr für dich besser einordnen zu können. Vielleicht haben sie auch nichts miteinander zu tun, das weiß ich nicht. Alle Jahreslegungen findest du auf meinem Kanal unter Playlists Jahreslegungen 2024. Da kommen diese Jahreslegungen rein, als auch jede einzelne Geburtstagsjahreslegung. Genau, so, das ist alles, was ich sagen wollte und jetzt beginne ich mit dem Sternzeichen. Hallo meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurer Jahreslegung. Ja, meine Lieben, manche von euch werden sich die Legung ja anschauen, jetzt wo ich sie hochlade. Und wir hatten gestern die Mondfinsternis in der Waage. Wir starten in dieses Sonnenjahr mit der Eclipse-Season und deswegen bekommt auch ihr hier quasi eine Eclipse-Season-Startschuss-Energie, wann auch immer du diese Legung schaust. Und ja, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Was ich noch sagen möchte, meine lieben Steinböcke, vielen lieben Dank für eure tollen Reaktionen, eure lieben Kommentare zum Steinbock, zur Steinbock-Legung aus März. Ihr habt mir vermittelt, dass euch diese Legung sehr bewegt hat und eure Kommentare haben mich sehr bewegt. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr mich habt das wissen lassen und ja. Wollte ich nicht so stehen lassen, wollte ich einfach sagen, dass, ja, dass ich das zu schätzen weiß, dass ihr mir einen so schönen Einblick in eure Situation, in eure Seele gewährt habt. So, gut, jetzt schauen wir mal. Das Neujahr beginnt mit Eclipse Season. Welche Botschaft darf ich meinen Steinböcken hier geben? Vollmond in der Waage, der ist heute. Meine Liebe, der war gestern, aber wir sind, ne, Eclipse Season hält Wochen, manchmal Monate nach. Beide Seiten gewinnen, Balance herstellen.
ein Ausgleich, ein Gleichgewicht schaffen, Vollmondenergie loslassen. Wo? Also ich sehe sehr stark deine Beziehungsthemen hier betont oder inneres Gleichgewicht oder so, dass du sagst, hey, ich muss hier was loslassen. Es geht in der Eclipse-Season ganz stark um das Ich und das Wir. Ne? Wie bin ich in Beziehungen? Was ist meine Position, meine Rolle in Beziehungen? Ist das gesund? Habe ich ein gesundes Verhältnis zu Beziehungen? Habe ich ein gesundes Verhältnis zu mir? Und steht das miteinander in einem gesunden Verhältnis? Glaub an das Unmögliche. Der blaue Mond. Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Interessant. Okay. Gut. Oh, wow. Oh, wow. Meine Lieben, das geht zurück auf die Märzlegung für euch. Ich kriege da überall Gänsehaut. Ein riesengroßes Kapitel schließt für euch, 15 Jahre. Also es ging in eurer Märzlegung darum, schaut euch die gerne nochmal an, auch wenn du später zu dieser Legung kommst. Ne? Das war der Startschuss in das Jahr. Und die Botschaft aus März war ja, es wird jetzt leicht, meine Lieben. Du schließt so einen krass großen Zyklus und darfst wirklich mit leichterem Gepäck weiterreden, weiterlaufen. Eine völlig neue Reise, ein unbeschriebenes Blatt, genau, meine Lieben. Eine absolute Veränderung, Skorpionenergie. Meine Lieben. Okay. Das Gericht, die Königin der Kelche, der Herrscher, Widderenergie. Wir starten ja, ne, gestern war der Vollmond in der Waage, die zweite Eclipse ist im Widder. Und ich sehe, hier ist schon nochmal ein richtig krasses Soul Awakening für dich. Aber auch nochmal diese super, super krasse Transformationsenergie, die ich hier wahrnehme. Ich lege die Karten wieder rein, aber das ist genau die Energie aus der Märzlegung. Also wenn du die nicht gesehen hast, schau sie dir gerne an, denn das war dein Jahresstart. So, liebes Universum, eine Reise durch 2024 für meine Steinböcke. König der Schwerter, vielleicht große Entscheidungen über deine Zukunft. Ja, hier haben wir auch nochmal Entscheidungen. Okay. Vier Kelche, fünf Münzen. Page der Schwerter. Okay. Eine Karte zum Pagen der Schwerter. Page der Stäbe. Okay, eine Karte zum König der Schwerter. Acht Stäbe, Kommunikation. Der Narr, meine Lieben, okay, also, ich habe das Gefühl, das Jahr beginnt mit irgendetwas, mit dem du dich auseinandersetzen musst. König der Schwerter ist so eine Facing-It-Energie. Ne? So, wir werden mit etwas konfrontiert, wir müssen uns mit irgendetwas auseinandersetzen in Bezug auf unsere Zukunft. Vielleicht musst du Entscheidungen treffen, vielleicht sind Informationen zu dir gekommen, vielleicht gab es da Gespräche, ne? Wir haben hier starke Gespräche-Energie, die diese Konfrontationsenergie haben in Bezug auf deine Zukunft. Ne? So, ich habe irgendwie das Gefühl, das Jahr fängt für dich an mit größeren Entscheidungen. Aber was ich hier gesehen habe, Page der Schwerter, ist, dass du ne, die vier, die,
Keine Ahnung, vielleicht wirst du mit der Vergangenheit konfrontiert. Ne? So, der Mann auf den vier Kelchen, er schaut ja immer auf irgendwas Altbekanntes. Das Universum zeigt ihm aber was Neues, was er nicht sehen kann, weil er, keine Ahnung, woanders hinschaut. Und den Pagen der Schwerter habe ich da auch nicht hinschauen sehen. Ne? So. Den Pagen der Stäbe aber schon. Deswegen habe ich irgendwie so einen Impuls gehabt von schau hin. Also ich weiß nicht, ob du die Person auf den vier Kelchen bist von drei Kelchen, ne? So, ich will das nicht sehen. Ne? Ich will diese Informationen nicht haben. Ich bin hier ein bisschen Arme verschränkt, bockig Energie. Weil ich vielleicht eine andere Vorstellung von der Zukunft hatte als die Information, die mich da erreicht hat. Es kann aber auch umgekehrt sein. Es kann aber auch sein, dass irgendjemand anderes das nicht annimmt, was du ihm sagst oder wie auch immer. Aber der Page der Stäbe, der dreht sich um und der schaut da nochmal offen hin. Ne? So. Also hier liegt irgendeine Energie von. Warum die vier Kelche? Ablehnungsthemen, ne? So, vielleicht wirst du nun mal mit Ablehnungsthemen konfrontiert. Der Magier ist sehr. Okay, vielleicht hat es auch was mit rückläufiger Merkur zu tun. Aber hier liegt sehr, sehr, sehr viel Kommunikation. Kommunikation darüber, welche Voraussetzungen bestehen. Na, ist es ein Win-Win? Ist es hier irgendwie ausgeglichen? Oder bist du aufgerufen, andere Entscheidungen zu treffen, neu zu gestalten? 10 Schwerter, okay. Die Sonne, okay. Ich wollte gerade wissen, was diese Energie, glaub an das Unmögliche ist hier oben, das Sonnenjahr. Ich würde behaupten, das Jahr fängt eher ein bisschen schwieriger an. Ne? So, also das heißt ein bisschen schwieriger, aber so dieses, ja, das Jahr fängt an mit etwas loszulassen. Loszulassen, wo kein Gleichgewicht mehr herrscht. Loszulassen, wo kein Gleichgewicht mehr hergestellt werden kann. Möglicherweise auch loslassen, wo kein Gleichgewicht in der Kommunikation herrscht, wo der eine den anderen nicht hört oder wie auch immer. Ich sehe aber, dass das, hier geht was zu Ende. Ne? So, ich habe es euch in der Märzlegung gesagt, hier geht was zu Ende. Das sehe ich hier auch. Ne? Ende und Neuanfang liegt hier ganz nah, genauso wie hier. Das Ende und der Neuanfang liegt hier ganz nah. Ich habe aber das Gefühl, dass du dich sehr viel einfacher tust, wenn du dich dem Neuanfang zuwendest, als irgendwie noch zurückzuschauen. Ne? So. Glaub an das Unmögliche. Das würde ich jetzt gerne mal abklären. Die 5 Stäbe. Ui, 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 ui. Die 3 Münzen. Hier ist sehr viel Energie des Miteinanders. Oh, Wowski. Meine lieben Steinböcke. Vier Schwerter. Herrscherin. 10 Kelche, okay. Okidoki. 9 Münzen. Ast der Münzen. Okay. Ja, alles klar. Nochmal die Gerechtigkeit, nochmal die vage Energie. Meine lieben Steinböcke, also auch mit diesem Vollmond in der Waage sehe ich schon Dinge, die sich noch
klären müssen in der Art und Weise, auf welchen Fundamenten deine Beziehungen sind. Ne? Auch hier nehme ich den Torbogen der Welt wahr. Hier liegt ganz viel Unruhe oder nicht harmonische Energien in deinen Beziehungen, die du gestaltest. Und ich habe das Gefühl, dass du direkt am Anfang damit konfrontiert wirst. Was muss geheilt werden? Wo muss ich in den Rückzug gehen? Eine Karte zu den 7 Schwertern. Die Sonne. Also um das Potenzial, glaub an das Unmögliche dieses Jahres zu nutzen. Muss irgendwas noch heilen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob in dir oder in einer bestimmten Beziehung. Ich sehe aber, dass du relativ, also vielleicht weißt du schon, wovon ich spreche, vielleicht, aber das passiert am Jahresanfang. Dich erreicht unglaublich viel Information, also Guidance nehme ich auch ein bisschen wahr. Das Universum schiebt dich mit schnellen Bewegungen in eine bestimmte Richtung und ehrlich gesagt schiebt es dich an die 10 Schwerter, ne? So. Weil hier irgendwelche, ich weiß nicht, was hier für eine Lernaufgabe liegt. Meine Lieben, ich sehe aber, wenn du vor dieser Lernaufgabe, vor diesen 10 Schwertern davon läufst, läufst du auch vor dem Potenzial, dass wirklich was andere Dinge in dein Leben können, kommen können davon. Es hat was mit dir zu tun, mit den neuen Münzen. Es hat was mit dir zu tun. Ich hätte gerne die 9 Münzennummer abgeklärt, aber mit einer Karte aus dem Lenormand. Ich meine, hier kann so eine ganz einfache Geschichte liegen, wie, dass du dir eine Zukunft mit jemandem vorstellst, der, ne, wo irgendwie 5 Stäbe, 4 Kelche Energien herrschen. Ne? So, wo alles, was du gibst, alles, was du tust, an diesen König der Schwerter einfach nicht herankommt. Ne? So. Eine Botschaft hier zu den 9 Münzen. Ja, Veränderung, meine Lieben. Und der Stern, Heilung. Irgendwas in dir will heilen, damit auch deine Partnerschaften heilen können. Hier liegen, ne, sehr viele Menschen. 10 Kelche sind viele Menschen. 3 Münzen, 5 Stäbe. Ne? Hier liegen super viele Menschen. Irgendjemand, der König der Schwerter, hat eine klare Information für dich. Mit der du dich auseinandersetzen sollst. Eine Karte zum Parschen der Stäbe. Die Blumen. Und die Mäuse, meine Lieben. Die Blumen, glaube ich, ist super toll. Schönheit, Freude, Anziehungskraft, Kreativität. Ja, kann anzeigen, dass deine Beziehungen harmonisch und liebevoll sind. Und das ist ja offensichtlich, also no energy in Beziehungen, die nicht harmonisch und liebevoll sind. Kein Investment von deiner Seite, 9 Münzen, Ass der Münzen, in Beziehungen, ich nehme hier mit diesem vage Vollmond einfach sehr stark die Beziehungen wahr, können alle Art von Beziehungen sein. Ich habe hier auch
ne? Mutter, Kinder. Auch hier habe ich sehr viele Kinder. Vielleicht auch die Beziehung zu dir selbst. Wo hier wirklich nochmal, wir haben beide Heilungskarten hier. Wo wirklich nochmal, keine Ahnung, eine Auseinandersetzung nötig ist. Welche meiner Wunden, welcher meiner Verletzungen, welche meiner Ängste, meiner Trust Issues gestalten immer noch meine Beziehung mit? Warum halte ich komplizierte, nicht harmonische, ne, fünf Stäbe, nicht harmonische Beziehungen an dir? Ich habe das Gefühl, die Mäuse, die nagen ja, ne? So. Das hier will irgendwas, will das hier aufnagen, annagen. Weil dieses Glauben an das Unmögliche, das liegt hier, ne? Also hier ist, wer diese Aufgabe ernst nimmt, die am Anfang des Jahres gezeigt wird, über harmonische, liebevolle Beziehungen und wo sie nicht stattfinden, der hat auch die Chance, Ass der Münzen, diese zu kreieren. Aber da liegt die Welt. Und deswegen, ne, die Welt, die 10 Schwerter, das, was wir gerade gesehen haben, das, was ich euch in der Märzlegung erzählt habe, bevor sich diese große neue Tür öffnet, muss sich eine riesengroße neue Tür schließen. Und sie hat irgendetwas damit zu tun, wie du Beziehungen gestaltest, meine lieben Steinböcke. Also, 8 Münzen. Kann auch berufliche Beziehungen sein. Liebe Steinböcke, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe, ehrlich gesagt, erstmal eine Konfrontation, die alle Informationen für dich liefert, was hier zu Ende gehen will. Na, so, wie gesagt, du kannst nochmal eine richtig krasse Ablehnungserfahrung haben. Du kannst nochmal einen richtig krassen Streit haben. Du kannst nochmal in irgendein altes Verhaltensmuster fallen und keine Ahnung, Runner-Vibes bekommen. Ich weiß es nicht. Du hast am Anfang irgendeine krasse Situation, bevor, ne, bevor diese Tür sich für dich öffnet. Ich versuche herauszufinden, was ist die Informationen, die dir hier gegeben wird. Den König der Schwerter nehme ich als eine andere Person wahr. Da ist noch ein bisschen was zu bearbeiten. Ne? So, das Work to do, höre ich bei den 8 Münzen immer. Da fragen wir näher genau darauf ein, was für eine Work da zu tun ist, um, ne, 8 Münzen, 9 Münzen an diesem Ausgangspunkt zu sein. 9 Münzen, an dem Zufriedenheit herrscht und du in einer absoluten Attracting-Energie bist, du bei dir bist. Ne? Und auch wirklich dann in die Hoffnung, glaub an das Unmögliche, in die Hoffnung, in die Inspiration, in die Wunschenergie kommen kannst, das hier anzuziehen, was du dir wünschst. Also, ich glaube, das Jahr beginnt nicht ganz so easy, aber es hat das Potenzial, ein richtig, richtig gutes Jahr zu werden, wenn du, ja, 3 Münzen, wenn du die Aufgabe, die dir hier am Anfang gestellt wird, erkennst und annimmst. Und es hat irgendwas mit Heilung zu tun. Und dann schauen wir natürlich auch, ne, das Potenzial des Sonnenjahres sehe ich hier auch, aber ich sehe ehrlich gesagt auch ein bisschen die Gefahr, dass ich will nicht sagen, dass du dich verrennst, aber dass Dinge dich ablenken, vom Weg abbringen, was dieses Jahr für dich bringen kann. Und dann fragen wir natürlich, ne, das war jetzt irgendwie erst so, wie öffnet sich die Tür? So, wie öffnet sich die Tür dahin? Das versuche ich natürlich im Extended auch noch ein bisschen besser herauszufinden. Am Ende des Tages lasse ich mich intuitiv durchtreiben. Wenn das hier deine Botschaft ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Legung, die Zusatzlegung auch in Resonanz mit dir geht. Gut, meine lieben Steinböcke. Ach nee, Quatsch, eine Sache noch. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. So, meine Lieben, jetzt läuft direkt, während ich diesen Satz gesagt habe, ist hier eine Kutsche
richtig schnell an meinem Fenster vorbeigetrabt. Interessant, Kutsche. Krebs, Wagen, Krebs. Ja, Krebs betont deine Beziehungen und Partnerschaften, innere Kindthemen, Mutterthemen, Themen mit Kindern. Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir mal, ob man ob für die Kutsche gleich noch ein Impuls reinkommt. Aber es war irgendwie gerade wichtig. Was ich sagen will, meine Lieben, irgendwie sagt das Universum am Jahresanfang so nicht mehr. Du willst was Neues gestalten? Dann mach dich frei, ne? Page der Stäbe der Narr. Mach dich frei von Dingen so nicht mehr. Ob das etwas mit dir zu tun hat, weil du Ablehnungsthemen hast, weil du Trust-Issues hast, weil du den falschen Leuten vertraust, weil du nicht auf Energien geachtet hast. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich sehe dich am Anfang ein Problem bewältigen. Es muss erst die fünf Stäbe, die drei Münze, es muss erst irgendein Problem bewältigt werden. Und es hat was mit Menschen, Beziehungen, Partnerschaften zu tun, deine Rolle da drin, welchen Einfluss haben sie auf sie. Alle Informationen, die du brauchst, um diese Situation klar zu erkennen und zu erkennen, ist das harmonisch oder nicht, die bekommst du. Und jetzt geht es darum, was entscheidest du da draus, ne? So, was sind deine Konsequenzen aus diesen Informationen, aus diesen Situationen? Weil das, was du gestalten willst, das sehe ich hier mit der Herrscherin und den 10 Kelchen und dem Pagen der Stäbe und den Blumen, das ist ja harmonisch. Ne? Also, welche nicht harmonischen Energien, Streitkultur, I don't know, möchten erst geheilt werden oder aus deinem Leben verschwinden, damit die Tür offen ist, ne? Damit diese Tür aufgeht. Und da solltest du dich, glaube ich, schon nochmal, also da solltest du nicht hier hocken in so einer 4-Kelche-Energie, weil was auch immer das Universum dir hier reicht, vielleicht fühlt es sich nicht an wie ein Geschenk, aber es ist ein Geschenk, ne? Ass der Kelche. Es ist ein Zugang. Es ist ein Zugang zu Informationen, die dir zeigen, das führt zu Scheitern, das führt zu Verletzungen, das führt zu Problemen. Ne? Der Magier ist immer der Working with Energies. Ne? So. Welche Energien entertainen mich? Von welchen Energien lasse ich mich entertainen? Was bringe ich ein in meine Verbindungen? Was bringen die anderen ein? Sprache, ne? So. Kommunikation. Also, ja. Erst ist diese karmische, ne? Gerade die Steinböcke mit Pluto in Wassermann jetzt. Hier ist irgendeine karmische Energie, die losgelassen werden möchte, um künftig Neues zu gestalten. Und irgendwie ist da noch, ja, 5 Kelche, irgendwie ist da noch Work to do. 8 Schwerter, meine Lieben. Wo steckst du denn fest? Wo steckst du denn fest? Ich glaube, es wird dir aufgezeigt. Ehrlich gesagt, nicht durch die einfachsten Gefühle. Ne? 5 Kelche, 4 Kelche. Aber hier ist. Und das ist die Energie von Magier und das ist auch die Energie von beide Seiten gewinnen. Irgendwie hast du das manifestiert. Du hast mit diesen Energien gearbeitet. Du hast es manifestiert, dass du möglicherweise eine Enttäuschung erlebst oder keine Ahnung. Der Eremit. Hier ist wieder die Harmonie. Jungfrau-Energie, Schütze-Energie. Ne, das ist eine fließende Energie. Finde heraus, wo dein Beitrag, dein Mitwirken, dein Einfluss war, was dich jetzt hier gerade in diese Situation gebracht hat. Ich sehe mit dem Eremiten eine krasse Innenschau.
Du lernst jetzt etwas, du verstehst jetzt etwas. Endgültig, ne? So, du verstehst jetzt etwas. Ehrlich gesagt, leider durch eben nicht so die einfachsten Gefühle. Vier Kelche, fünf Kelche. Aber nur das hier schafft die Voraussetzungen, dich, ja, in eine neue Richtung zu schieben. Meine Lieben, Ritter der Kelche, die Kraft. Das hier hilft dir, etwas zu überwinden, in deine Kraft zu kommen, deine Gefühle stärker zum Ausdruck zu bringen, anders zum Ausdruck zu bringen, offener, verletzlicher zu sein, zu heilen. Okay, meine Lieben, hier gibt es noch viel zu sagen, aber ich lasse das jetzt hier so stehen. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für euch. Was auch immer das hier für Informationen ist, für eine Entwicklung, sie hat die aller wichtigste Information, wie du aus dieser Entwicklung herauskommst und in eine neue, andere Entwicklung kommst. Also, was auch immer am Anfang passiert, es hilft dir zu verstehen. Es hilft dir zu verstehen und zu erkennen. Okidoki, liebe Steinböcke, vielen lieben Dank. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für dich. Vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!